Sasuke! Alright, 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 Leute, willkommen zurück zu Fortnite! Schöne Grüße mal wieder an Team Mittagsaktiv. Es ist mal wieder ein neuer Tag, neues Video. Und ihr habt wieder draufgeklickt, Leute, weil wieder der orangene Kerlchen im Thumbnail ist. Die einen werden sich denken, nein, nicht schon wieder, dieses Thema ist so ausgelutscht. Anderen denken sich, ja, wir saugt den aus, ich will alles wissen, ne? Naruto wird jetzt tatsächlich immer konkreter und konkreter in den Spieldateien, ne? Ihr wisst noch, vor Season 8, die fette Gerüchteküche, wer wird im Battle Pass kommen? Dann kam die Info, er kommt ja nicht in den Battle Pass rein, ne? Weil das wurde ja dann korrigiert, habe ich ja auch ein Video zugemacht. Fun Fact, weil einige behauptet haben, du hast gesagt, der kommt im Battle Pass rein, aber ist gar nicht drin, ne? Obwohl ich ganz klar und deutlich ein Video rausgebracht habe, wo ich gesagt habe, nicht im Battle Pass. Nicht so schwierig, ne? Muss man halt nur alles mitverkriegen und mitverfolgen. Da gibt es jetzt eine Menge zu. Aber was jetzt auch schon im Spiel passiert ist, Leute, die nächste Phase von der Würfelstadt. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich denken, bist du sicher? Sieht eigentlich ziemlich alles ähnlich aus. Und ich stimme euch zu, deswegen sieht mega ähnlich aus, ne? Wenn man es nicht weiß, dann sieht man es auch nicht, ne? Aber wenn man ein Vorher-Nachher macht, dann sieht man, dass dieser Teil hier dazugekommen ist. Hier so ein gewiss paar Teile sind dazugekommen, hier und da und da. Hauptsächlich ist das hier tatsächlich sehr weit in die Höhe geschossen. Ne? Hast du quasi nochmal so eine Etage bekommen und ist quasi so der erste Stützpfeiler für die Pyramide, die jetzt auf uns zukommt. Hier ist ein kleines Vorher-Nachher, ne? Dann sieht man deutlich auf jeden Fall, dass die Würfelstadt sich vergrößert hat. Ob es dafür ein Muster gibt, in welchen Abständen das passiert, da müssen wir noch ein bisschen warten, bis noch ein paar weitere Aktualisierungen kommen, dass wir sagen können, das passiert alle zwei Tage um 10 Uhr oder sowas. Aktualisiert sich das. Worauf wir aber nicht warten müssen, ist natürlich gerne den Abo-Button und die Glocke reinzuhauen. Wenn ihr das Video schon bis hierhin geguckt habt, dann seid ihr ja schon bestimmt schon sehr begeistert davon. Sehr, ne? Gerne reinhauen. Würde mich natürlich mega freuen. Wir gehen Richtung 800.000. Jeder 100er Step hilft. Nur noch 400 Abonnenten, dann sind wir bei 787.000. Na, jeder 1000er Schritt, ein Schritt näher. Vor allen Dingen du da, der auf der Toilette immer noch die YouTube-Videos guckt. Ja, ja, ich habe dich in den YouTube-Kanal-Kommentaren gesehen. Da war einer dabei, der hat auf der Toilette in der Schule die Videos angeguckt. Genau du. Also bestimmt jetzt noch jemand Neues dazugekommen. Gerne reinhauen, aber natürlich auch Like-Button jetzt schon. Eine weitere Sache, die neu drin ist, ist auch das neue Fortnite-Crew-Paket, Leute, was wir jetzt natürlich Anfang November, wir sind schon im November, Leute, das Jahr ist um. Anfang November kriegen wir jetzt den nächsten Crew-Skin, und zwar die Sierra nennt sich. Die finde ich auch mega nice, sieht mega nice aus, oh, mega nice designt. Und vor allen Dingen, wenn ihr jetzt die letzten zwei Crew-Skins hattet, das ist der Wolf und den Chaos-Agenten, und diese noch dazu holt, wenn ihr alle drei Skins besitzt, für die letzten drei Monate jetzt sozusagen, also von November, Oktober und September, wenn ihr von diesen drei Monaten das Skin habt, gibt es eine goldene Variante für alle drei Skins dann nochmal gratis dazu. Bloß natürlich die anderen Sachen. Ich sag's immer wieder, Leute, Fortnite Crew ist ein No-Brainer. Es ist auch egal, ob ihr zwischendurch das Ding gekündigt habt. Solange ihr alle drei Skins hier habt, habt ihr dreimal quasi in den Monaten Fortnite Crew gehabt. Und dann kriegt ihr auch die Gold-Variante. Ansonsten Popcorn-Skin ganz oben mit der Emote. Ich würde sagen, spart euch das Geld. Schatten-Midas kommt bald und vielleicht auch bald natürlich der Naruto. Spart auch die Kohle euch doch dafür, Leute. Ne, gibt aber auch noch eine Menge andere Skins, die mega nice sind. Wie immer der Aufruf, Leute. Haut den Creator-Code rein. Gestern haben 400 Leute das Ding eingetragen und stehen neu. Ich brauche nur noch 2000. Dann haben wir wieder in diesem Monat 20.000 Leute, die den eingetragen haben. Aber es dauert noch zwei Wochen, bis es sich wirklich lohnt für den Battle Pass und so weiter und so fort. Da kommen wir schon zu unserem kleinen orangenen Kerlchen, Leute, ne? Was ist jetzt Sache? Ihr wisst, vor Season 8 gab es ja den fetten Season 3 bzw. Season 8 Leak und Chapter 3 Leaks und, ne? Habe ich ja schon gefühlt 10 Videos zu gemacht. Und dort hieß es, von all den Informationen, die richtig waren, dass natürlich auch Naruto vielleicht in Season 8 in den Battle Pass reinkommen könnte, weil Epic daran arbeitet. Und dass es ein explosives Kunai geben wird. Und so wie es aussieht, stimmt das soweit mehr oder weniger, was die ganze Geschichte an dir, ne? Erzähle gleich noch alles zu. So, ne? Aber das Ding ist, Epic hat die Rechte ein bisschen zu spät für Naruto bekommen. Das heißt, das Studio, was für Naruto gehört und so weiter, die haben nicht ganz sofort die Rechte gegeben, dass das erlaubt ist in Fortnite, und deswegen ist im Battle Pass der Naruto jetzt nicht drin. Welchen Skin die dafür als Ersatz genommen haben, schwer zu sagen. Vielleicht Fabio Funkelmähne, sieht irgendwie fehl am Platz aus. Wobei, dafür, für den gibt es Bilder, ne? Für den gibt es Bilder. Müsste ein Charakter sein, für den es keine Bilder gibt oder sowas. Vielleicht der Level 100 Skin Carnage. Weil, nee, doch, Carnage war auch geplant. Schwer zu sagen. Welchen Charakter haben die denn ersetzt? Vielleicht Charlotte oder sowas, ne? Könnte sein.
Naja, ist jetzt im Nachhinein schwer zu sagen. Ist aber auch wurscht, ne? Mehr oder weniger. So, und Donald Mustard hat dann einem Typen, der ihn getroffen hat, dann natürlich auch noch so einige Sachen erzählt. Dazu gab es auch ein Video. Und das war auch das Video, wo ich gesagt habe, ne, das kommt nicht in den Battle Pass, weil Donald Mustard selber hat dann anscheinend jemand gesagt, dass natürlich Naruto zwar noch kommt in Season 8, aber halt nicht in den Battle Pass reinkommt. Nun, Season 8 geht langsam um. Nur noch 4 Wochen, dann sind wir auch schon so gut wie in Season 9. Plus paar Tage. Dann freuen wir uns schon wieder auf das nächste Live-Event, auf den nächsten 24-Stunden-Stream, beziehungsweise eine Minute-Stream. Und wieder ein Sellout-Stream, Leute. Jeder Sub eine Minute länger. Aber ich gebe euch wieder ein paar Battle-Pässe. Letztes Mal haben wir über 100 Battle-Pässe verlost. Fast 700 Euro, die dann quasi durch diese Giveaways gekommen sind, ne? Weil Sellout-Stream schön und gut, aber ich versuche da auch natürlich das Community was zurückzugeben. Ihr feiert das immer total, es eskaliert immer, wir haben einfach die krasseste Party und standaktuell geht die Season wieder an einem Sonntag down. Deswegen gute Chancen wieder für euch alle natürlich wieder ein paar Battle-Pässe zu gewinnen und allgemein einfach einen geilen Stream zu erleben. Schreibt euch einfach auf, 5. Dezember, ich denke mal, wenn es so bleibt wie in Season 8, dass die Season dann irgendwann nachts zu Ende ist, dass wir um 12 Uhr oder so sonntags anfangen und dann streamen wir dann einfach die Nacht durch oder sowas, ne? Schreibt es euch auf jeden Fall schon mal auf, ist noch ein bisschen Zeit dazu. So, Season 8 geht langsam zu Ende, ne? Und Naruto ist immer noch nicht drin. Wir haben jetzt schon satte Updates, es gibt nur noch fast 2 große Updates in dieser Season, aber die ersten Spielerteilen sind nun drin. Das erste Anzeichen für Naruto ist, für Creative wurde eine neue Münzart eingefügt. Ne, ihr wisst ja, die Sachen, die man dort einsammeln kann, manchmal sieht es aus wie eine Münze, manchmal wie ein Basketballkorb, zu Halloween immer mal ein Kürbis oder sowas. Diese Art von Münze hat jetzt ein neues Modell bekommen, und zwar ein Ramen. Ne, kein Ramen-Skin, kein Bilderrahmen oder sowas, sondern Ramen zu essen. Das Lieblingsessen von Naruto selber. Und es hat auch verdammt Ähnlichkeiten mit genau den Ramen, die auch Naruto immer isst. Natürlich sehen die irgendwo ein bisschen gleich aus, aber es gibt auch viele unterschiedliche Ramenarten. Es gibt auch mit mehr Fleisch, mit mehr Ei und was auch immer. Aber das, was jetzt in Creative reingepackt wurde, hat verdammt Ähnlichkeit mit dem, was auch Naruto immer im Anime natürlich serviert bekommt. Das ist schon mal Nummer 1 und kein Zufall, denke ich mal. Das zweite, was im Spiel hinzugefügt wurden, sind 2 neue Textzeilen in dem Spiel. Und zwar Headband K und Headband S. Headband ist das englische Wort für Kopfband. Ne, was tragen die Charaktere bei Naruto natürlich? Auch immer natürlich das Kopfband von ihrem Clan oder von ihrem Dorf. Gott, da muss ich aufpassen. Ich sag was Falsches, ne? Die Naruto-Fans rasten aus. Ne, tragen die auf jeden Fall ihre Kopfbänder. So, warum gibt es 2 Stück? Keine Ahnung, Leute. Pure Spekulation, ne? Wir haben nur diese 2 Textzeilen. Aber laut Hypex vermutet das auch, dass K vielleicht, dickes vielleicht, Leute, für Kakashi stehen könnte und Headband S steht für Sasuke, ne? Oder wie die deutschen Fans Sasuke nennen würden, ne? Ich find's erschreckend, wie viele Leute tatsächlich den deutschen Synchronsprecher von Sasuke bei Guardians of the Galaxies wiedererkannt haben. Ich dachte, die deutsche Synchro von Naruto wäre so schlecht, dass die Leute sagen, boah, das höre ich mir auf jeden Fall in Japanisch an. Aber so viele Leute haben tatsächlich die Synchro-Stimme von Sasuke wiedererkannt, ne? Vom Star-Lord, der spricht den Charakter dort. Werden wir natürlich auch heute wieder im Livestream. Sagt euch auf, wir sind bestimmt schon live, wenn ihr dieses Video seht oder sowas. Dann kommt da rein und wir spielen natürlich ein bisschen Fortnite und dann ein bisschen Guardians of the Galaxy. Macht mega Laune, super nice Game, positiv überrascht. So, ne? Aber Kopfband K und Kopfband S. Man muss dazu natürlich sagen, es hat überhaupt keinen Bezug zu Naruto-Kopfband oder sowas. Ne? Das muss man bedenken. Es könnte ein Kopfband sein für irgendeinen stinknormalen anderen Charakter. Es könnte irgendein Skin sein, der irgendein Kopfband trägt oder was auch immer. Ne? Aber irgendwie wäre das schon seltsam, dass einfach nur ein Kopfband eine Textzeile bekommt. Was man so üblicherweise eigentlich nicht hat, weil für die Kopfbänder gibt es keine Textzeilen. Deswegen könnte man auch dort etwas natürlich Richtung Naruto sehen und dass es in Verbindung steht. So, Headband K soll angeblich auch als Boss auf der Map rumlaufen und soll dabei ein mythisches Item benutzen. Und zwar den Kunai. Den Kunai gab es ja schon als Leaks vor Season 8, ne, mit den ganzen Geschichten. Und die ganze Liste war auch wahr, das heißt, das ist noch dieser offene Punkt. Und so wie es aussieht, wird echt an den Kunais gearbeitet. Somit wäre auch dieser Leak mehr oder weniger jetzt wahr, weil in den Spielerteilen gibt es schon die ersten Stats zu dieser Waffe. Zum Beispiel ein Recharge-Cooldown von 4 Sekunden, maximale Reichweite von 300 Meter und das ist verdammt weit. Junge, damit kannst du snipern. Ne, laut den Leak sollen das auch explosive Kunai sein. Oh, schreibt Hypex auch dazu.
und man braucht 1,5 Sekunden, bevor man den nächsten Kunai werfen kann. Ansonsten muss man das irgendwie 0,15 Sekunden quasi ein bisschen aufladen. Wie viel Damage das noch macht und ob das einen explosiven Radius hat, wie so ein Raketenwerfer, ist bisher noch nicht bekannt, steht auch nicht in den Spieldateien, ne? Und Kunai ist halt so ein kleiner Dolch, den die Ninjas auch benutzen. Kann kein Zufall sein, ne? In Spieldateien ein explosiver Kunai, der schon tatsächlich vor Season 8, sag ich mal, von einem Insider rausgeplaudert wurde. Dann haben wir natürlich noch den Rahmen in Creative, der dann eingefügt wird. Wir haben Kopfbänder, die vielleicht was mit Naruto zu tun haben könnten. Und. Alles kein Zufall, Leute, aber eben immer mit Vorsicht genießen, ne? Das kann alles natürlich Zufall sein. Vielleicht ist das Rahmen einfach nur drin, weil bald asiatische Lidl-Woche ist oder sowas. Vielleicht ist das Kopfband drin, weil es für einen anderen Skin ist oder sowas. Und vielleicht ist der Kunai nur drin, weil wir irgendeinen anderen Ninja bekommen und das jetzt einfach passend wäre. Was sagt ihr dazu, Leute, ne? Ich finde, das stinkt nach Naruto. Und wenn es so weitergeht und natürlich dann entsprechend reinkommt, sollte es nicht mehr lange dauern. Weil viel Zeit dafür haben wir jetzt tatsächlich nicht. Diese Season hat noch circa 2 große Updates, 18.4 und 18.5. Danach geht die Season auch schon zu Ende. Wird in 2-wöchigen Abständen rauskommen. Ne, das nächste Update ist in 2 Wochen dran. Dass es im nächsten Update Naruto reinkommt, möglich, finde ich ein bisschen knapp. Aber wir haben ja jetzt schon einen exklusiven Kunai in den Spieldateien. Aber mit den ganzen anderen Items, die jetzt noch nachfolgen, könnte es ein bisschen zu schnell sein. Das letzte Update, 18.5, werden zumindest die letzten Möglichkeiten. Aber auch da besteht natürlich noch die Chance, selbst wenn es jetzt hundertprozentig sicher ist, dass Naruto reinkommt, Leute. Vielleicht verschiebt sich das noch bis Season 9, weil es noch nicht ganz fertig geworden ist. Oder, ne? Aber 2 Updates kriegen wir noch, 2 Möglichkeiten für Naruto. Und ich finde, das sieht gut aus. Es klingt alles plausibel, es klingt alles logisch. Ne? Man muss sich nichts dazu erfinden oder irgendwelche Konzepte auf TikTok anzugucken. Oder. Schreibt runter in die Kommentare, was sage ich hier zum orangenen Sasuke. Oh, und jetzt habe ich die Naruto-Fans zum Schluss trotzdem noch getriggert. Abo-Button und Glocke. Wenn ihr bis hierhin noch geguckt habt, würde mich mega freuen. Natürlich ein Like-Button auch. Auf der rechten Seite findet ihr noch ein paar weitere Secrets rund um die Season, auch zu den Robotern, die wiederkommen. Das Story-Video, sehr interessant. Ne? Wenn ihr euch für die Fortnite-Story interessiert, checkt das Story-Video aus jetzt rund um Informationen um die 7, dem Fundament, was mit dem passiert ist und wer Geno ist. Falls ihr euch das immer gefragt habt, nachträglich auschecken und gebt mir Flosse. Flop.